Einen schönen guten Morgen, einmal hier im Raum. Ich sehe viele junge Leute, das freut mich sehr, die, wie ich schon gehört habe, mit Journalismus auch verbunden sind. Und ich grüße alle, die am Bildschirm unsere Diskussion mitverfolgen. Ich begrüße aber ganz besonders herzlich mit besonders großer Freude unseren heutigen Gast. Ein Gast, der mit unserem Metier engstens verbunden ist. Dr. Rainer Esser aus Wolfenbüttel, sagt er. Da ist er mal geboren, ja. Aber jetzt kommt er aus Hamburg. Und der Grund dafür, warum er aus Hamburg kommt, ist ja auch der Grund, warum wir ihn eingeladen haben. Herr Esser ist Geschäftsführer der Zeit, der Wochenzeitung Die Zeit, die, ich glaube, ihren 71. oder 72. feiert in diesem Jahr. Ungefähr sowas. Aber ein bisschen 76. Sie ist ein bisschen älter als Sie. 1946, am 21. Februar. Mhm. Ja, das muss er ja wissen. Herr Esser, herzlichen Dank, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Ganz besonders ein Dank, weil Sie eigentlich auf dem Weg woanders hin sind, in den Süden Europas, und ein Stopover uns zuliebe eingelegt haben. Ja, vielen Dank dafür. Heute Morgen um 6.30 Uhr von Bremen nach München gefahren. Geflogen, um bei euch zu sein. Ja, vielen Dank dafür. Bevor wir aber in das eigentliche Thema die Zeit einsteigen, ein Thema, das mit der Zeit auch verbunden ist, aber doch eine andere Dimension noch hat und gerade sehr diskutiert wird, Henry Nannen. Henry Nannen, alle kennen ihn, der Gründer des Stern, ein hochrenommierter Journalist, der im Moment, lange nach seinem Tod, sehr in die Diskussion geraten ist, weil man seine Nazi-Vergangenheit wieder thematisiert. Er hat wohl in einer Propagandaeinheit gearbeitet und das wurde jetzt wieder aufs Tapet gebracht, bis dahin, dass man jetzt den Nannenpreis vergeben wird, aber nicht mehr mit dem Namen. Herr Esser, auch die Zeit ist beteiligt an der Nannenschule. Was bedeutet für Sie diese aktuelle Diskussion? Ja, Henry Nann war ein toller, ein großer Journalist, der nicht nur den Stern da mit seinen besonderen Fertigkeit, mit seinem Gespür für Themen in schwindelerregender Höhe damals gebracht hat. Er hat auch seine Verdienste bei der Demokratisierung des Landes, nicht? Weil der Stern hat ja viele Themen aufgegriffen und war nah bei der Politik und hat bei den demokratischen Parteien und hat sicherlich durch die Themen, die er da brachte, durch die Diskussion, die er angefacht hat, also wie immer auf demokratischer Basis, hat er sicherlich großen Beitrag geleistet. Manchmal dass war die, ja ein bisschen zu nah an der Politik. Ja, dass sie, ja, also ja, Willy Brandt auch begleitet hat, also an seiner demokratischen Gesinnung als Macher des Sterns gibt es keinen Zweifel. Ne? Mhm. Gleichwohl, wenn man in den 30er, 40er Jahren da Propagandist war des NS-Regimes, dann hat man eine Legacy, ne? Und ich befürchte, also der Henry-Nann-Preis und auch die Henry-Nann-Schule werden wohl einen anderen Namen bekommen müssen, weil man kann nicht eine Schule nach einem Nazi-Propagandisten, auch wenn er geläutert, später sehr geläutert war, benennen, wäre meine persönliche Meinung. Wie diskutieren Sie das im Haus? Ich ehrlich gesagt, wurde ich damit noch nicht befasst, ja. Ich bin eingeladen auch immer zur Preisvergabe des Henry Nann Preises, der heißt in diesem Jahr Sternpreis, und das ist, glaube ich, auch angemessen, dass man darauf schnell reagiert. Ne? Gibt ja sehr viele, die dann in die Politik gegangen sind oder auch aus der Wirtschaft, die in den 50er, 60er, 70er Jahren sehr positiv und auch sehr demokratisch gewirkt haben, die aber, von denen wir ja wissen, früher oder später kam es dann raus, dass sie im
im NS-Regime auch eine Rolle gespielt haben. Ne? Also Henry Nann stand da nicht alleine da. Ne? Gerade habe ich gelesen, der Preis wird vergeben, aber diesmal ohne Trophäe. Denn man hat keinen neuen ohne den Namen. Wird vielleicht mal nachgereicht. Eines muss man, glaube ich, auch dazu noch sagen. Nann hat dies nicht verborgen. Er hat wohl nicht gewartet, bis irgendwas aufgedeckt wurde. Er hat schon sehr frühzeitig darüber gesprochen. Und er wurde dann trotzdem akzeptiert. Nicht nur akzeptiert, sondern ist dann zu der großen Gestalt, die, wie Sie es gesagt haben, im Journalismus wie auch in der Demokratieaufbau geworden. Deswegen ist heute eine Diskussion, die uns natürlich schon reflektieren lässt, wie wir mit solchen Verfehlungen, zu denen man kommen kann, wenn man in autoritären Regimen gefangen ist, wie man damit in einer Freiheit, die wir heute genießen, umgeht. Verdammen kann man schnell, aber ich glaube, man kann durchaus auch ein gewisses Verständnis haben, wenn man sich selbst fragt, wie man reagiert hätte, wie viel eigener Mut in einem steckt. Das spüren wir jetzt ja auch in Russland. Man kann nur Hut ab vor manchen Kollegen, Kolleginnen dort, die es noch immer wagen, trotz dieser enormen Restriktionen mutig zu kritisieren. Ja, muss man sich auch immer fragen, nicht, wenn man andere Leute verdammt, nicht, was hätte man selber dann in den Schuhen gemacht? Nun, er war da ja doch recht outspoken, Henry Nann. Das ist er, ne? So war er. Ja. So war er und so war er auch vor 1945. Deshalb denke ich, muss die Schule und auch muss der Preis einen anderen Namen bekommen. Das. Aber seine Verdienste dann nach 1945, ne, die darf man auch nicht in Zweifel ziehen und ihn deshalb jetzt zu verdammen, wäre, glaube ich, sehr kurz gesprungen. Ja? Es wäre sehr heuchlerisch auch. Ne? Das Thema möchte ich dann damit abschließen, aber gibt es Fragen dazu? Dann würden wir das nämlich gleich noch mit reinnehmen. Sehe ich jetzt nicht. Doch? Manfred. Ja. Das Mikro, geben Sie es ihm bitte. Das fällt ja zufällig zusammen mit der neuen Chefredaktion beim Stern. Und die Vorwürfe an sich waren ja schon bekannt, auch in dem Buch von Hermann Schreiber. Und wie erklären Sie sich, dass so eine Welle, so eine Woge dann sozusagen so hochkommt und jetzt offenbar im Zeitgeist anders betrachtet wird als vor einiger Zeit? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, also ich bin da kein Experte da auf diesem Gebiet, aber ich weiß auch nur das, was wir hier alle wissen, dass in früheren Jahren und früheren Jahrzehnten man gerne in Deutschland den wohlwollenden Mantel des Schweigens über vieles gelegt hat, weil halt sehr viele, auch die in der NS-Zeit keine rühmliche Rolle gespielt haben, dann beim Wiederaufbau Deutschlands in den 50er, 60er, 70er Jahren weit vorne dabei waren, in der Politik und in der Wirtschaft. Ne? Und der Kiesinger ist ja auch so einer, Filbinger ist auch so einer. Und jetzt gerade nochmal in den letzten Jahren ist das Bewusstsein dafür nochmal auf eine andere Ebene gekommen. Das sieht man ja auch, dass jetzt nochmal vor Gericht Menschen stehen, die jetzt so Nebenfiguren waren in Konzentrationslagern, nicht? Die jetzt im Alter von 95, 97 jetzt nochmal verurteilt werden, weil sie Sekretärin waren im Konzentrationslager, Wachmann waren im Konzentrationslager, die also 50 Jahre, 60 Jahre unbehelligt gelebt haben, aber die Awareness für diese Verbrechen hat jetzt nochmal eine andere
ist auf eine andere Ebene gekommen. Und das gilt dann nicht nur für solche Verbrechen, sondern auch für andere Herrschaften, die dann eine Rolle gespielt haben, jetzt ohne sich auch jetzt ohne als Verbrecher aufgetreten zu sein. Ne? Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass es jetzt eine neue Generation, für die diese Zeit tiefe Geschichte ist, sich das neu erarbeiten, neu erleben will. Dass man da eben wieder mit größerer Intensität herangeht, als das in den letzten 10, 20, 30 Jahren der Fall war, möglicherweise. Noch eine Frage dazu? Sehe ich nicht. Dann fangen wir mit dem Thema an, weswegen wir eigentlich hier sitzen. Wolfenbüttel ist ja nur schon, ist jetzt das dritte Mal genannt, das letzte Mal. Das war ja nur der Geburtsort. Und da sind Sie aufgewachsen. Aber dann kam das Jurastudium in München. Ich habe meine Banklehre erst gemacht. Ah ja, Banker sind ja auch noch. Mhm. Ja. Aber nehmen wir das Jurastudium in München. Dann die Deutsche Journalistenschule, auch in München. Dann in Regensburg promoviert. Dann waren Sie schon Chefredakteur, glaube ich, verschiedener juristischer Fachblätter. Ich war vorher ein paar Jahre als Rechtsanwalt tätig. Auch ja, auch in Anwalt München, noch? Bei Nörr, eine große Rechtsanwaltskanzlei. Mhm, ja. Die es noch immer gibt, ja. Mhm. Und dann, was mir sehr nahe liegt, weil ich aus Würzburg komme, ist ja ein Geschäftsführer der Mainpost. Und sind dann seit 1999 Geschäftsführer der Zeit. Jetzt wollen wir ja über den sagenhaften Erfolg der Zeit reden, der mit Ihrer Person engstens verbunden ist. Aber als Sie 99 da das Blatt übernommen haben, als der Verleger praktisch, da waren die Zeiten nicht so rosig für die Zeit. Nö. Ja, können Sie ein bisschen erzählen, was Sie da übernommen haben? Naja. Ein renommiertes Blatt auf jeden Fall, das war es ja. Als ich war Geschäftsführer, ne? Also Kaufmann, auch wenn ich an der Journalistenschule war und mir die Redakteure deshalb sehr nah sind und ich deshalb auch sehr viel Verständnis habe und Freude für das, was da passiert, war ich der Kaufmann, der Verleger der Zeit, das ist immer der Eigentümer, das war Dieter von Holzbrink, ne? Und heute auch mit seinem Bruder zusammen, Stefan von Holzbrink, das sind die Verleger der Zeit. Also ich war der Kaufmann dort und der Chefredakteur hieß Roger Devec. Und war eine andere Zeit des Journalismus. Also viele, die, als ich ins Haus reinkam, viele sehr liebenswürdige, sehr kluge Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, aber Herr von Holzbrink erzählt auch heute noch mit einem gewissen Amüsement, als er, da war ich noch nicht dabei, als er die Zeit nach 30-jährigem Werben erworben hat und das erste Mal in der großen Redaktionskonferenz war. Ganz, er ist ein sehr freundlicher, sehr zugänglicher Mensch und mal so auch freundlich fragte, wer ist eigentlich eure Zielgruppe? Und da stand einer auf, grinste ihn breit an und sagte, da machen wir uns keine Gedanken drum. Wieso nicht? Wir machen die Zeitung, die uns gefällt. Ja. Schön, ne? Für die Redaktion war schön. Ja, das war eine gute Antwort. Ne? Nur eine Zeit lang durchaus funktioniert. Ja, das hat durchaus funktioniert zu einer Zeit, als es ARD gab, ZDF und ein paar überregionale Zeitungen und das war's. Ne? Da war die Auswahl halt doch begrenzt und wenn es da eine linksliberale Stimme gab, wo kluge Leute kluge Artikel geschrieben haben, die ihnen selber gut gefallen haben, dann haben sie auch ausreichend Klientel gefunden, die auch sich da gut zurechtgefunden haben. Ne? So haben Sie es vorgefunden dann. Ja. Und, aber die Zeitredaktion war sehr, also die sind wirklich damals wie heute ausgesprochen neugierig und auch sehr offen und freundlich. Und ich habe dann, es gibt da
so die AWA, die Allensbacher Werbeträgeranalyse. Da hatte die Zeit auch damals mit sehr großer Reichweite, deutlich über eine Million. Und da gibt es einen sogenannten Storyfinder. Das kann man dann auf, da die jedes Jahr 25.000 Interviews führen und dann auch mal abfragen, welche Gazetten werden gelesen, welche Medien werden genutzt, kann man dann ziemlich genau runterbrechen, wer von diesen 25.000 liest die Zeit, das wird dann hochgerechnet auf die Bevölkerung und dann, was weiß ich, wie viele Leute trinken Rotwein, das kann man dann auch matchen, Reisen kann man matchen, besondere Interessen, nicht? Also man kann über diese Allensbacher Werbeträgeranalyse dann den Zeitleser, die Zeitleserin, den Zeitleser dann schon in seinen Vorlieben und was Parteienpräferenzen und so runterbrechen. Und da habe ich begonnen, dann den Ressortleitern vorzustellen. Und die fanden das interessant, dass sie mal so ein bisschen merkten, für wen sie geschrieben haben. Und ich wurde eingeladen, das auch der Redaktion vorzustellen. Also es war große Offenheit dafür da, dass man den Blick jetzt mal etwas erweitert. Nicht? Und auch Gespräche mit Lesern. Ich habe dann viele Leser auch eingeladen, die dann kritisiert haben oder was ihnen gefällt, weshalb die Zeit abbestellt. Es gab ja Leute, die haben die Zeit abbestellt. Nach der die Gräfin Dönhoff sagte, also ich weiß nicht, ob sie das wirklich glaubte, aber auch so einer etwas, auch in so einer etwas, soll man sagen, sehr selbstbewussten Ansicht, wer die Zeit nicht liest, naja, hat Pech, ne? Ist selbst schuld. Nein, mit so einem leichten Lächeln sagt sie sowas. Ne? Also die wussten alle, die Zeit muss gelesen, muss gekauft werden, sonst wird es eng. Ne? Das wussten die alle. Ne? Nur es ist natürlich ein bisschen cooler zu sagen, wir machen die Zeitung, die uns gefällt und wer uns nicht liest, der hat nicht gelebt. Ne? Das ist natürlich ein bisschen cooler, weil ich glaube, die wussten alle schon, der Leser ist auch wichtig. Ne? Aber sie kannten den Leser nicht. Ne? Ja, als sie angefangen haben, war ja die Digitalisierung noch in den Kinderschuhen. Ja. Es war ja noch stark auf Print alles ausgerichtet. Ja. Und was Sie jetzt gesagt haben, deutet schon an, den Weg, den Sie dann gegangen sind. Einmal, wir wollen mal wissen, wer unser Leser ist. Wir wollen seine Vorlieben kennen und wollen ihn dann auf unterschiedlichen Feldern auch abholen. Ja. Und das war wohl der langsame, sowas geht ja nicht von heute auf morgen, der Beginn, dass die Zeit neben dem Printprodukt, das wir alle kennen und ich sage es einfach mal, vielleicht nicht alle, aber doch die meisten lieben, ist eine große Palette anderer Produkte entstanden. Mhm. Die Zeit ist heute ein Kompendium von vielen verschiedenen Veranstaltungen. Eine Erlebniswelt. Ach schön, ja. Ja, wir haben 16 Magazine, wir machen sehr viele Veranstaltungen, Konferenzen, wir haben ein Reisegeschäft, ein Content-Marketing. Ja, aber es macht eigentlich sehr viel Sinn, denn wenn man so eine schöne Marke hat und so viele kluge Leute, die da tätig sind, dass man sich jetzt nicht beschränkt auf, wir verkaufen einmal in der Woche ein Wochenprodukt und verkaufen Anzeigen da rein, sondern dass man weitere Wege sucht, damit die klugen Redakteurinnen und Redakteure ihre Berichte, ihre Nachrichten, ihre Meinung zu den Menschen bringen, ist ja klar. Und dass wir dann auch, wenn wir so viele wunderbare Leserinnen und Leser haben, dass wir dann auch schauen, dass es auch andere Dinge gibt, um ihnen eine Freude zu machen, ist ja auch naheliegend. Und vor allen Dingen wollte ich vom Start weg, dass wir nach außen gehen,
dass wir jetzt nicht im Pressehaus sitzen und berichten über das, was auf der Welt passiert. Ich meine, die Redakteure haben immer sehr viel gereist, ne? Aber dass sie mit den Leserinnen und Lesern in Kontakt kommen. Ne? Und ich erinnere mich da, Sie wissen, die Frankfurter Buchmesse, da kommen jedes Jahr 350.000 Menschen aus der ganzen weiten Welt und die sind an Büchern interessiert. Und wenn man sich den Zeitleser anschaut, Zeitleserinnen, den Zeitleser, die haben eine sehr große Affinität zu Büchern. Also war es naheliegend, dass wir auf der Frankfurter Buchmesse auch präsent sind mit Veranstaltungen und so. Ne? Dann war ich das erste Mal da, 99, suche auf der Buchmesse unseren Stand und sehe den irgendwo ganz hinten an der Ecke. Da war so ein fleckiges Sofa und da stand so ein komischer kleiner Kaffeeautomat. Ne? Und das war der Stand der Zeit. Und dann dachte ich, das ist scheiße. Ne? Weil die große Publikumsmesse für die Welt der Bücher und die große Zeitung, die sehr viel über Bücher schreibt und dann dieses fleckige Sofa da, das war sehr unwürdig. Also habe ich gesagt, beim nächsten Mal machen wir das anders, habe einen großen Stand gemietet und auch was dazugehört damit mit Sesseln und Bühne und so. Ne? Und dann bin ich zum Chef vom Feuilleton gegangen, habe gesagt, Herr, jetzt auf der Buchmesse, da haben wir einen Stand. Und da können Sie jetzt und die Kolleginnen und Kollegen sich mit Günter Grass unterhalten und den Großen aus dem Literaturbetrieb. Und dann guckte er mich an, wie so ein etwas Verwirrten, so als wäre ich verwirrt. Ne? Und meinte, Herr Esser, Sie haben da was falsch verstanden. Ich meine, wieso? Wissen Sie, wir sind im Publikum, nicht auf der Bühne. Und wir gucken, was da passiert und dann berichten wir darüber. Und so läuft das hier, wissen Sie? Ich dachte, schlecht gelaufen. Hab diesen großen Stand gebucht, war richtig teuer. Und die Möbel und den ganzen Krempel gemietet. Und jetzt haben wir da die Bühne und soll ich jetzt alleine bespielen? Dann bin ich zum Chefredakteur gegangen, Roger Deweck. Und hab gesagt, Roger, wir haben da eine Bühne für Sie gebaut auf der Frankfurter Buchmesse. Da können Sie sich unterhalten mit Günter Grass, mit Martin Walser und den großen Intellektuellen dieses Landes. Das gefiel ihm. Er meinte, Rainer, nach dem Motto, jetzt hat er endlich mal eine gute Idee. Rainer, das machen wir. Und da der Chef vom Janssen da voranging, sind dann die anderen langsam auch so gekommen. Ne? Und ich habe auch da mich, hab da auch eine ordentliche Ausbildung, ich habe mich dann auch unterhalten, ich habe mich dann jetzt weniger mit den Chefintellektuellen unterhalten, das war dann für die Chefintellektuellen aus dem Haus, sondern ich habe mich dann mit Wolfram Siebeck unterhalten über die gute Küche oder mit Mario Adorf über sein neues Buch. Und dann kam das in Gang und heute, also gut 20 Jahre später, haben wir bei der Zeit bestimmt 30, 40 wunderbare Moderatorinnen und Moderatoren, die die Bühne lieben, denen das Freude macht, wenn sie bei Konferenzen oder bei den vielen Veranstaltungen, die wir haben, vorne moderieren oder Vorträge halten, also die Zeit on stage sozusagen, Zeit und Zeit online, gehört dazu. Genauso wie für unsere Redakteurinnen und Redakteure auch für die meisten dazu gehört, ob sie jetzt auf Papier schreiben, ob das auch digital stattfindet, ob sie auch digital schreiben, online, ob sie Audio, ob sie einen Podcast machen, ob sie ihre Geschichten auch auf den sozialen Medien ausspielen, bei Twitter oder Facebook, Insta oder das gehört heute dazu für einen modernen Journalisten, der eine Mission hat, dass er das, was er sieht und was er entdeckt, dass er das gerne den Leserinnen und Lesern mitteilt, da gehört das dazu, dass er auf vielen Ebenen das macht. Also wie Sie uns das schön geschildert haben,
wie Sie auf die Redaktion mit Ihren Ideen zugekommen sind und das dann doch eingebracht haben, scheint mir, Sie haben heimlich auch ein Psychologiestudium noch gemacht. denn anfangs, Sie haben es ja schon so angedeutet, war ja wohl in der Redaktion auch ein bisschen so die Meinung, der ist ganz schön lästig mit seinen Ideen, die ja gar nicht so zu uns passen. Musste er erst mal überzeugen, dass die Zeit auch anders sein kann, in der Welt auch noch anders verankert werden kann. Heute mit den 14 Magazinen, zu denen, wir haben es vorhin mal kurz angesprochen, nicht das Hauptmagazin, das in der Zeit beiliegt, gehört, sondern jetzt nur 14 andere. Man kann sich da auch verzetteln dabei, oder? Durchaus. Deshalb, wo Zeit draufsteht, muss auch Zeit drin sein. Es muss alles irgendwie zur Marke, wo muss alles zu den Werten, zur Qualität passen, für die die Zeit steht. Wir haben jetzt zum Beispiel unser letztes Magazin, das wir rausgebracht haben, das wurde von Online zu Print entwickelt. Früher war es immer umgekehrt. Das haben wir von Online zu Print entwickelt. Wir hatten seit 1969, gab es Wolfram Siebeck in der Zeit. Und der hat die Restaurantkritiken gemacht. Da ging es immer mehr oder weniger um Sternerestaurants. Der hat eine große Gemeinde gehabt. Wir haben Kochwettbewerbe mit ihm gemacht. Die haben riesigen Spaß gemacht. Und dann war das eigentlich so der Durchbruch mit Siebeck, dass man dann auf andere Themen dann auch gekommen ist? Na, Siebeck gab es schon seit 1969. Ne? Ja, aber den Durchbruch dann, dass man auch in der Zeit gemerkt hat, damit können wir ja wirklich was anfangen. Ja, also das würde ich mal sagen, war nicht so der Durchbruch, sondern es war 1969 schon, also startend, eine Rubrik oder eine Kolumne. Aber der hatte seine Fangemeinde schon vorher. Seine Fangemeinde vorher, aber da sah man, dass der Zeitleser, Zeitleserin, der Zeitleser kein esoterisches Wesen ist, abgehoben, der nur Hölderlin liest, ne? Sondern dass das halt Menschen sind wie wir hier alle, die sich für Politik interessieren, die sich für die Gesellschaft interessieren, für die Wissenschaft, aber auch gerne gut leben, ne? Gerne nett essen gehen und auch den Genuss mögen. Und und dann so in den 2005, 6, 7, 8, 9, da fing es an, also Sternerestaurants sind jetzt nicht mehr so der Hit, ja. Aber die gesunde Küche ist der Hit. Ne? Und dann haben wir eine Rubrik, dann haben wir das Zeitmagazin im Jahr 2008 wieder gestartet. Das war 10 Jahre eingestellt, haben es wieder gestartet und dort eine Rubrik gehabt, Wochenmarkt. Frische Rezepte aus der Region. Ne? Und Räther macht das jetzt. Elisabeth Räther macht das. Und dann so dachte ich mir, Mensch, der Siebeck, der war dann auch von uns gegangen, dachte mir, wir müssen doch wieder den Genuss reanimieren. Ne? Ein bisschen größer noch als da in dem Wochenmarkt, einmal in der Woche eine Seite im Zeitmagazin. Und ich habe plädiert, wir müssen ein Genussmagazin rausbringen. Und 6 Jahre hat es gedauert, manche Ideen. Also es ist nicht so, dass der Geschäftsführer eine Idee hat, ne, und alle sagen, Heureka, endlich mal wieder, ne, sondern ich muss überzeugen, ne, ich muss Menschen gewinnen für diese Idee. Und das hat so 6 Jahre etwa gedauert. Und jetzt kam es im letzten Herbst raus. Und am Kiosk gibt es ja schon das eine oder andere Magazin mit Rezepten. Ne. Und unseres kostet 9,80 Euro, ist jetzt auch kein Billigheimer, aber hat gut funktioniert. Weil wir hatten vorher auf Zeit Online eine Community aufgebaut. Ne? Diejenigen, die immer auf diese Rezepte gegangen sind, des Wochenmarktes, dann haben wir da eine Datenbank hinterlegt. Und es waren dann schon so 30.000, die immer dort jede Woche sich einloggten und schauten, was läuft da an neuen Rezepten. Und dann hat derjenige, der das online da vorantreibt, hat dann auch die mit Elisabeth zusammen die Herausgeberschaft dieses Zeitmagazins Wochenmarkt übernommen. Ne? Also Kochen, ja,
könnte man denken, Kochen passt, Kochen zur Zeit, es passt zur Zeit. Ne? Wir haben Zeitverbrechen rausgebracht, einen schönen Podcast. Bevor Sie über Verbrechen weiter erzählen, noch das Kochen schnell, muss ich doch noch einfügen, weil Frau Räther das auf eine sehr besonders schöne Weise macht. Eine Kollegin, die eigentlich im normalen Redaktionsbetrieb ist und macht das quasi nebenbei. Ja. Und schaut, was sie eben so selbst so kochen will. Es sind keine Drei-Sterne-Rezepte, sondern es ist so, was jeder irgendwie allein gerade machen kann. Und da kommen wirklich so interessante Sachen raus, das würde ich auch dann manchmal einfach nachkochen, weil es macht Spaß, es ist in der Regel gesund. Und für mich ist immer schön zu sehen, da eine Kollegin, die sowas mit Freude fast in der Freizeit noch macht. Ich weiß nicht, ob der Geschäftsführer ihr dann noch ein Sonderhonorar gibt, vielleicht können wir nur hoffen. Wer sie nicht kennt, es lohnt sich, weil man dann ein gutes Essen auch zu Hause hat, ohne viel Mühe. So, das wollte ich doch schnell nochmal einfügen. Ja. Und jetzt aber zu einem Verbrechen. Das ist ja eine besondere Rubrik geworden. Und da kommen wir ja auch gleich auf eine Innovation dazu noch. Ja, beim Verbrechen. Wir treffen uns sehr oft bei der Zeit. Es wird sehr viel diskutiert. By the way, ein Erfolgsfaktor der Zeit ist auch, es wird jetzt immer von Diversifizierung geredet und so. Ne? Wir müssen mehr Frauen in Führungspositionen und so. Das haben wir bei der Zeit schon lange. Also das ist, auch wenn der Chefredakteur Giovanni ist ein Mann, ich bin auch ein Mann, weil ich glaube, wir sind die letzten Männer in diesen Positionen. Also die dann mal kommen werden, da ist die Chance, dass eine Frau wird, mindestens 50%. Ne? Aber jetzt wir mal haben außer. Auch mehr Frauen in der Runde. Außer Giovanni und mir sind in den Führungspositionen bei der Zeit, im Verlag und in der Redaktion 50% Frauen. Und zwar nicht wegen irgendwelcher Quoten oder so, sondern einfach, weil das spürt man ja, dass da einfach mehr Action ist, wenn da unterschiedliche, nicht nur Geschlechter, auch unterschiedliche Temperamente, ne? Auch unterschiedliche soziale Hintergründe. Ne? Wenn da jetzt nur so Nachgeborene aus gut situierten Akademikerhaushalten sich gegenseitig die Welt erklären, ne? Das funktioniert nicht, ne? Sondern die Gesellschaft ist viel bunter. Wir haben ein Drittel der Bevölkerung hat Migrationshintergrund. Ne? Das müssen wir auch in der Redaktion haben, das müssen wir auch im Verlag haben, damit wir begreifen, wie die Welt draußen tickt. Ne? Also es geht bei Diversity nicht nur um Männer und Frauen, ebenbürtig in Führungspositionen. Es geht auch um unterschiedliche Ausbildungen, unterschiedliche Eigenschaften, unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche soziale Hintergründe. Okay, da sind wir relativ gut und deshalb ist die Kreativität bei uns auch relativ groß. Dann noch ein zweiter Erfolgsfaktor ist sicherlich, man liest jetzt immer so Fehlerkultur. Ne? Wir müssen jetzt auch Fehler machen. Ne? Auch das spielt bei uns überhaupt keine Rolle, weil ich habe nie von unserem Eigentümer irgendwelche Vorwürfe bekommen, dass ich hätte irgendwo einen Fehler gemacht. Ja, also ich bin sozusagen, ich agiere fehlerfrei. Ich muss natürlich schauen, dass ich sorgfältig arbeite und dass auch ein Erfolg da ist. Aber wenn irgendwas nicht funktioniert, kommt keiner und sagt, wisst ihr, weil das nicht funktioniert. Ne? Sondern wir schauen dann immer, dass wir es besser machen. Ne? Unser erstes Magazin Zeitwissen hat 7 Jahre gedauert, bis wir es in die schwarze Zahlen bekommen haben. Also bei Gruner und Jahr wäre nach einem Jahr wäre das eingestellt worden. Ne? Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weg. Ne? 7 Jahre. Und da wurde keiner an die Wand genagelt. Also es wurde deshalb, also Fehler, weil wenn man keine Fehler machen darf, dann macht man ja gar nichts am besten. Also deshalb, und unser Approach ist immer, so viel wie möglich machen. Und der größte Fehler, wenn es denn einen gibt, ist nichts zu machen. Ne? Okay, aber wir treffen uns einmal im Jahr dann zu einer großen Strategierunde. Das dauert 2 Tage. Die Spitzen aus der Redaktion und aus dem Verlag, Print und Online. Und dann 2 Tage haben wir dann viel Spaß und es wird sehr viel diskutiert und auch immer Anregungen, was kann man Neues unternehmen. Ne? Und dann dachte ich mir, ich mache mal eine Arbeitsgruppe, neue Magazinideen
Und wer hat aus der Redaktion, wer ist da besonders lustig und outspoken? Sabine Rückert. Ne? Sabine Rückert gebeten, sie möge da reinkommen in diese Gruppe. Und die Sabine dachte, Mensch, jetzt soll ich, da soll ich irgendwie mal neue Magazinideen, was soll ich denn da sagen und so. Ja, was kann ich, wo war ich mal, so Gerichtsreporterin war ich mal, aber schlage ich mal vor, Verbrechen. Ne? Und, hat sie ja, sie hat gesagt, ein Verbrechensmagazin. Oh. Ne? Und dann, also ich habe es nicht so mit Verbrechen. Ne? Steuer, also auch, ich mache jede wirklich, ich zahle lieber zu viel Steuern als ein bisschen zu wenig. Und ich fahre manchmal zu schnell und ich habe neulich mal 4 Punkte in Flensburg gehabt. Aber das ist, sagen wir mal, das Äußerste, wo ich mich außerhalb des gesetzlichen Rahmens bewege. Ich gucke keine Krimis, ich lese keine Krimis und wenn ich irgendwie von Verbrechen höre, dann wird es mir immer ein bisschen plümerant. Ne? Aber wenn Sabine vorschlägt, sie will Verbrechen machen, soll sie es mal machen. Und dann kam das erste Magazin raus, 20.000 Hefte am Kiosk verkauft. Das war in Ordnung. Ne? Das hat uns jetzt nicht richtig finanziell weitergebracht. Ne? Das Heft kostete 5 Euro und am Kiosk kriegt man ja die Hälfte, also 2,50 Euro mal 20.000, 50.000 Euro. Ne? Lohnt das den Aufwand, wenn Sabine das gerne machen will. Aber dann hat sich Sabine getroffen mit Jochen Wegner, das ist unser der Chefredakteur digital. Und die beiden haben mal so überlegt, was könnte man machen. Und dann sagte die Sabine, ich kann auch mal einen Podcast machen. Ne? Ich meinte, Jochen, ja, ist eine gute Idee. Und dann haben sie mal den Podcast gestartet. Und das ging ab wie eine Rakete. Ne? Es gibt so eine Podcast-MA, wo die erhoben wird, wie viele Podcasts so. Welche Podcasts besonders populär sind. Und da ist Sabine mit Zeitverbrechen häufig auf Platz 1. Aber wirklich von allen Podcasts, die es gibt. Platz 1 in Deutschland. Ne? Und worüber redet Sabine dann in ihrem Podcast, der jede 14 Tage so bis zu 1 Million Mal downgeloadet wird? Worüber redet? Nee, von wird häufiger downloadet, 4 Millionen Mal downloadet. Worüber redet Sabine gerne in ihrem Podcast? Über ihr Magazin Zeitverbrechen und über die aktuellen Themen in diesem Magazin Zeitverbrechen, sodass das Magazin Zeitverbrechen dann von 20.000 auf 50.000 gestiegen ist. Ne? Da macht es natürlich schon mehr Freude. Ne? Und die beiden, also es gibt den Podcast, es gibt das Magazin und es gibt Zeitverbrechen live. Wir machen einmal im Jahr in Hamburg, wollen wir an einem Abend die Stadt rocken und das ist die lange Nacht der Zeit. Da machen wir 15 Veranstaltungen und da kommt dann zum Beispiel Robert Habeck oder Sabine und ihr Partner in Crime sozusagen, Andreas Sendker, die führen dann live auf den Podcast im Schauspielhaus, da passen 1200 Leute rein und ist seit Wochen ausverkauft. Also eine irre Popularität hat dieses Thema. Also das ist ja die neue Form Podcast. Wir haben auf dem Weg vom Flughafen herein schon festgestellt, dass wir beide keine unbedingte Podcast-Fans sind. Aber weil ich so viele junge Leute hier sehe, wer von Ihnen nutzt Podcasts? Also das ist doch fast die Mehrheit, würde ich sagen. Es ist wohl für junge Leute ein Medium. Und für einer von euch auch schon mal Was Jetzt gehört, unseren täglichen Podcast. Und Zeitverbrechen, unseren beliebtesten auch. Teilnehmer an Bildschirmen nicht sehen können. Es ist mehrfaches Nicken hier im Raum. Ihr seid halt ungeheuer höflich. Ne? Ich wollte mir ein schönes Gefühl geben. Ja, mit dem Podcast sind wir ja wieder auf der neuen Ebene. Wieder eine innovative Steigerung. Als Sie zur Zeit gekommen sind, war es das Printprodukt. Das Printprodukt, das alleine den Verlag halten musste, die Redaktion bezahlen musste. Wie viel bringt das Printprodukt heute noch?
Also wir reden ehrlich gesagt nicht mehr von dem Printprodukt, ne? Sondern die Zeit findet auf unterschiedlichen Plattformen statt. Und eine ist Papier. Ne? Und auch wenn Sie jetzt auf das Wochenprodukt abzielen, also die Zeit, die einmal in der Woche herauskommt und die dann auf Papier und digital ausgespielt wird, also das Kernprodukt. Ne? Das mit dem Kernprodukt machen wir das Kern, und wenn jetzt diesen Kern mal auf Print verenge, ja, dann machen wir von den machen wir vielleicht von unserem Gesamtumsatz in diesem Jahr mit diesem absoluten Kern des Kerns machen wir knapp 40% des Umsatzes. Aber langsam sinkend. Ja, langsam sinkend. Also die absolute Größe bleibt, nur die anderen Dinge, also digital wächst halt sehr dynamisch. Ne? Ja, das Phänomen der Zeit ist ja auch, und das wird mit Ihnen ja auch verbunden, dass sie ganz gegen den Trend permanent Auflagensteigerung hat. Jetzt in dem ersten Quartal dieses Jahres, das zweite ist noch nicht ganz fertig, ja zum achten Mal in Folge Auflagensteigerung. Andere Kollegen von Ihnen, die würden sich ja die Finger schlecken danach, wenn sie nur in die Nähe kämen. Die Zeit hat heute mit etwa was, 610.000? 610.000 war unsere Auflage. Die höchste Auflage, die sie jemals erreicht hatte. Ja. Wie gelingt das? Es ist relativ einfach. Wie unsere Strategie ist, die Marktführerschaft im Qualitätssegment, überregionalen Qualitätssegment und Abo First, ne? Und Diversifizierung der Marke. Das sind so unsere drei Säulen. Und um die Marktführerschaft zu bekommen, muss man investieren. Wir waren, als ich begann, da waren wir so ein bisschen unter 100 Redakteure. Und zurzeit sind wir, die nur für die Zeit arbeiten, wir haben ja noch die Magazine, aber die nur für die Zeit arbeiten, das sind 400. Nicht? Also deutlich gewachsen. Nur wenn man Qualität liefern will, dann kann man das nicht irgendwie, indem man die Redaktion verkleinert. Nicht? Da muss die halt größer werden. Ne? Aber es ist ein Weg vieler Redaktionen. Ein Weg vieler Redaktionen, die es versuchen zu überleben, indem sie die Redaktion verkleinern. Oder Verlage, die Redaktion verkleinern. Das ist halt sehr, also ich will jetzt niemanden hier kritisieren, aber das ist halt, schauen Sie, jede Industrie und Medien haben natürlich als vierte Gewalt, die Wirtschaft, die Politik auch kontrolliert, ne, haben Medien natürlich eine ganz besondere Bedeutung. Und man kann jetzt nicht sagen, das ist irgendeine Industrie, ne, aber neben dieser besonderen Bedeutung ist es natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor, eine Wirtschaftsbranche. Und jede Wirtschaftsbranche bekommt immer wieder mal Probleme. Und bei den Medien war das halt, da ging das Geschäft über 50 Jahre wunderbar. Man hat immer das Gleiche gemacht. Ne? Abos kamen mehr oder weniger relativ zügig, weil es gab wenig Alternativen. Anzeigen musste man auch nicht großartig mehr verkaufen, weil das Telefon bedienen. Als ich anfing bei der Mainpost 1995, sagte mir mein Kollege Baron von und zu Guttenberg, das war der kaufmännische Geschäftsführer, Kaufmännischer und ich war für den Verkauf zuständig, meinte ganz liebevoll zu mir, auch wissen Sie, Herr Dr. Esser, eigentlich brauchen wir Sie gar nicht, weil verkaufen, wissen Sie, was sollen die Leute anderes lesen, außer der Mainpost hier, nicht? Wir können auch mal ein paar Tage nur weiße Seiten produzieren, die kaufen uns doch trotzdem, weil da gibt es ja keine Alternative. Und wenn die Kaufleute in Würzburg Geschäfte machen wollen, wo sollen sie denn ihre Reklame bringen, außer bei uns? Nicht? Das fand ich schon 95 ziemlich vermessen, weil da gab es Anzeigenblätter, es gab privaten Rundfunk, also es gab durchaus andere Plattformen. Aber so lief das Geschäft ja über viele Jahrzehnte und dann, bumm,
haben sich auf einmal, hat sich die Welt verändert, nicht? Und dann war das halt für viele, die 50 Jahre immer so ihr Geschäft gemacht hatten, auf einmal eine Blasphemie, dass sich die Dinge veränderten, nicht? In anderen Industrien passiert das dauernd, nicht? Nehmen Sie die Autos, in den 70er Jahren, da kamen so billige Japaner auf einmal und da sahen BMW und Daimler und VW erstmal ziemlich alt aus, nicht? Nur was haben die gemacht? Haben die ihre Chefingenieure alle also deutlich verkleinert, haben die ihre Werbung runtergefahren, um irgendwie zu überleben oder so? Ne? Nö, die haben mehr Chefingenieure reingeholt, die haben mehr Werbung gemacht, die haben ihre Innovation auf einen ganz anderen Level gebracht, ne? Die haben sozusagen durchgestartet, um nach ein paar Jahren des Niedergangs dann die Japaner wieder denen die Rücklampen zu zeigen, weil sie halt investiert haben. Ne? Und so muss man das halt bei uns auch machen. Wenn man da irgendwie Probleme hat, dann muss man die analysiert werden und dann muss man halt schauen, wie man mit neuen Investitionen, weil die haben ja alle viel Geld verdient, diese Verleger. Ne? Die Süddeutsche Zeitung, die haben ja wahnsinnig viel Geld verdient in der Vergangenheit. Da muss man halt mit neuen Investitionen neue Sachen anschieben und schauen, wo kann ich mit der tollen Marke, die ich habe und den vielen Leserinnen und Lesern, wie kann ich die noch glücklicher machen, damit die auch kaufen. Nur zu Beginn dieser neuen Herausforderung hat man einen kapitalen Fehler gemacht. Man hat Digitalisierung als eine Herausforderung durchaus erkannt, in der Dimension bei weitem zwar noch nicht, war auch nicht so weit. Aber dann hat man gedacht, wir wollen dranbleiben, wollen auch digital die Leute ein bisschen zu uns holen. Deswegen schenken wir das mal. Und ich glaube, das war für Jahrzehnte war das der schwerste Fehler, den die Verlage gemacht haben, dass sie einen Teil ihrer Produkte digital kostenlos angeboten haben. Ich bin da nicht ganz einverstanden mit dieser Ansicht, dass das ein kapitaler Fehler war. Also Matthias Döpfner sagt das auch. Also Sie sind da nicht alleine. Ja, wir waren mein Chefredakteur bei der Welt. Wir haben das sehr früh mit Digitalen angefangen und haben da auch den Fehler gemacht. Ne? Ich vertrete die Mindermeinung, dass das ein richtig gutes Konzept war, dass wir in den ersten Jahren oder im ersten Jahrzehnt die Sachen kostenlos angeboten haben. Denn hätte die Welt, die Zeit, der Spiegel, wie sie alle heißen, hätten die schon angefangen in den Anfang der 2000er Jahre, als das losging, Kassenhäuschen aufzustellen, bevor sie die Community haben, ja, dann wären andere gekommen und hätten mit kostenlosen Angeboten die Online-Community für sich gewonnen, andere Marken aufgebaut, die sie dann monetarisiert hätten über Anzeigen. Also ich glaube, hätten wir von Anfang an zugemacht, dann wäre der Markt nicht zu uns gekommen, die Leserinnen und Leser nicht zu uns, sondern zu anderen Anbietern. Das geht ja immer ganz schnell im Markt. Ne? Da sieht man eine Chance und dann greift man zu und dann gehen da viele, die finden das cool und dann gehen die Anzeigen dahin. Ja, und dann hätte die Zeit nicht jetzt 100 Millionen Visits im Monat, ne? Sondern, was weiß ich, ein paar 10.000. Also deshalb, wir haben den Markt erstmal aufgebaut, ne? Und als der Markt dann bei Spiegel Online, Süddeutsche Online, FAZ und wie sie alle heißen, war, ne? Und kein anderer hat sich breit gemacht, sondern wirklich nur die Qualitätsmedien haben ihren Markt aufgebaut, dann wurden die Kassenhäuschen langsam installiert. War aber kein einfacher Start, ne? Die Kassenhäuschen aufgebaut waren, ja. Das war nicht einfach. Ja, ja. Wie war es bei Ihnen? Können Sie da aus dem Beginn noch was erzählen? Erfreut waren die Leser ja nicht zu Beginn. Also hat keiner protestiert. Es hat keiner protestiert, weil es ist ja auch nicht so, dass man, dass da nichts kostenlos ist, nicht? Sondern die News, die man überall, die überall frei verfügbar sind, nicht? Die sind bei uns natürlich auch frei verfügbar. Also man kann Zeit online auch heute durchaus lesen, auch stundenlang lesen
ohne dass man bezahlt. Ne? Nur ein paar Stücke, die halt besonders wertvoll sind, ne? Die sind dann verschlossen. Und ja, das ist auch in Ordnung so. Ne? Und das ist ja, sehen Sie die Leser jetzt so weit, dass sie durchaus bereit sind, für Qualität auch digital zu bezahlen? Ja, weil sich die Lesegewohnheiten doch auch deutlich verändert haben. Ne? Also das auf Papier lesen, das muss ich für zahlen, und digital ist frei. Das haben halt viele irgendwie jetzt begriffen, dass wenn ich die Dinge, die ich früher auf Papier gelesen habe, jetzt digital lese, dass dann digital auch was kostet. Das hat sich langsam etabliert. Ne? So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der Ihnen ja die Auflage bringt, dass Sie das Abonnement auch digital anbieten, zu, ich glaube, fast dem gleichen Preis wie das Druckabo. Ja. Ist ja ein gutes Geschäft für einen Verlag. Ja, brauche kein Papier mehr, ich brauche keinen Vertrieb mehr, außer ein Digitalabo bringt doch mir mehr Gewinne. Ja. Gutes Geschäftsmodell. Ja, möchte ich nicht widersprechen. Ne? Wir haben aber auch sehr viel investiert. Also Zeit Online startete durch im Jahr 2009. Ne? Da konnten wir im Verbund mit unserem Verleger 50 Redakteure neu einstellen. Das war schon ein Schluck aus der Pulle. Und ich erinnere mich, im ersten Jahr, so 2009, 2010, war der Verlust, den wir mit Zeit Online machten, der war größer als der Umsatz. Also, dass die Kosten größer, dass das, sagen wir mal, dass die Kosten größer sind als der Umsatz, das passiert häufig, wenn man investiert. Aber dass das negative Ergebnis größer ist als der Umsatz, das ist schwierig. Das zeigt also, dass da noch eine ganz weite Kluft war zwischen den Einnahmen, die wir hatten, und dem rettenden Ufer. Also wir haben sehr viel investiert in den Jahren 2009 bis 2017, als Zeit Online erstmals positive, oder vielleicht 2016, als Zeit Online erstmals ein positives Ergebnis hatte. Und Sie haben heute Auflagensteigerungen von teilweise um die 10%. Wie viel geht da noch, ist bei der Auflagensteigerung überhaupt noch Print dabei? Nein, Print ist stabil und die Steigerung kam durch die digitale Auflage. Stabil? Geht es nicht langsam auch runter? In der letzten IVW war es stabil. Und also die Abos. Die Abos. Die Print-Abos. Die Print-Abos sind ganz stabil, ja. Gabor Steingart hat kürzlich mal gesagt, die Zeitung ist die Höhlenmalerei der modernen Medienbranche. Können Sie dem was abgewinnen? Gabor Steingart ist ein wunderbarer Kollege, weil er hat eine ungeheure Energie, eine ungeheure Kreativität und auch die große Gabe, Dinge immer sehr bildlich auch zu überzeichnen. Ne? Und es macht ja immer Freude, das zu lesen und was er schreibt. Und es ist auch nicht schlimm, dass er manchmal dann einen anderen Standpunkt vertritt als ein paar Monate vorher, mit der gleichen Werf und dem gleichen Humor, der ihm eigen ist. Mit der Höhlenmalerei, die Zeitung ist die Höhlenmalerei. Ja, das hätte ich an seiner Stelle, würde ich das vielleicht auch sagen, weil er hat ja ein ganz anderes Konzept mit seinen Newslettern und seinen Podcasts und aber als Chefredakteur vom Handelsblatt hat er auch gut bei der Höhlenmalerei mitgemacht und auch ganz erfolgreich. Na gut, in der Höhlenmalerei, die waren ja eine Zeit lang erfolgreich. Irgendwas dann zu Ende. Um es kurz zu bringen, also ich glaube weiterhin an das Konzept, dass es auch abgeschlossene Produkte gibt, wo man dann auch, jetzt habe ich es
geschafft. Ja? Also jetzt also nicht nur ein riesiges Angebot und ich kann mir da Sachen rausklauben, sondern dass man wirklich auch kuratiert für die Leserinnen und Leser. Wir denken halt als Zeitredaktion, in dieser Woche sind das die wichtigen Themen, womit wir unsere Leserinnen und Leser erfreuen wollen, unterhalten wollen, informieren wollen. Das hat durchaus einen Wert, würde ich nicht als, deshalb würde ich dem Gabor in dieser, würde ich nicht heftig nicken, wenn er das jetzt hier sagt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es Ihnen doch gewissen Kummer bereitet, wenn Sie sehen, wie horrend die Papierpreise gestiegen sind und wahrscheinlich auf längere Sicht auch nicht unbedingt wieder in den Keller gehen werden. Deshalb, wenn Sie gerade sagten, da verdient man doch schön Geld mit dem Digital-Abo, das stimmt. Nur da stehen Investitionen gegenüber auch und auch an anderer Stelle halt dramatisch gestiegene Kosten. Nicht? Gerade in diesem Jahr, Putins Krieg, nicht, müssen wir ja auch mitbezahlen. Nicht? Die steigenden, dramatisch gestiegenen Energiepreise, die Inflation von 8%, das führt natürlich auch dazu, dass Lohnabschlüsse von plus 2% demnächst Vergangenheit sein werden. Ne? Also wir müssen auch höhere Löhne zahlen, das ist ja klar. Ne? Aber die Zeit gilt ja als insofern ein guter Arbeitgeber. Die Gehälter sind, glaube ich, etwas überdurchschnittlich. Die sind überdurchschnittlich, ja. Also bei der Zeit bewerben. Sie glauben aber daran, dass der Kern des Kerns, wie Sie es vorhin genannt haben, dass der überleben wird. Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben ja auch schon einen Verleger sitzen gehabt, Verleger und Kollegen, Wolfram Weimer, der hatte ja schon in den Nullerjahren das Ende des Printprodukts angekündigt. Heute verdient er zwar auch mit Print gar nicht so schlecht, aber es gibt auch andere Meinungen dazu. Es gibt immer so diese, man würde mal sagen, so Herrschaften, die sich gefallen in so prophetischen, katastrophalen Bildern, die sie malen. Ne? So Evangelisten, so, ne? So Print stirbt. Und der Börsencrash kommt, also der Börsencrash, ne? der Euro. Beim Spiegel ist der Euro schon dreimal gestorben. Ne? Also den gibt es gar nicht mehr. Ne? Dreimal schon wurde der tot gesagt, den gibt es ja immer noch. Ne? Und das auch mit Papier stirbt und so, das ist alles Blödsinn. Bei der Musik ist es anders. Die Musik möchte man ja hören. Ne? Und ob diese Musik jetzt auf Vinyl oder auf einer CD oder im Streaming zu mir kommt, das ist mir wurscht. Ne? Hauptsache, ich habe diesen Musikgenuss. Ne? Bei Büchern und bei Zeitungen ist es anders. Da ist halt die Darreichungsform, die gehört zum Genuss dazu. Ne? Und ich lese auch häufig die Zeit, zum Beispiel jetzt gerade, habe ich sie heute nicht bekommen, lese ich die digital auf dem iPad. Ne? Macht auch Spaß. Aber ich lese sie auch gerne auf Papier. Ne? Und wenn der liebe Gott es gut mit mir meint, dann habe ich ja noch, weiß ich, vielleicht 20 Jahre oder so. Noch ein bisschen mehr. Schon. Vielleicht noch ein paar mehr. Ne? Und in der Zeit werde ich die sicherlich auf Papier vorrangig lesen. Ne? Wenn die dann in Hamburg weiter sie noch drucken. Sie haben so mit anderem Kontext gesagt, wenn der Leser sie bekommt. Das ist ja nicht immer ganz einfach, wird immer schwieriger. Ja. Die Zustellung, wir haben es vorhin auch schon mal ganz kurz erwähnt, ist ja teuer, aber es gibt auch immer weniger Zusteller. Das ist ein echtes Problem für alle, die ein Printprodukt täglich oder wöchentlich auf den Markt bringen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, wir haben so 50-50. 50% der Zeit werden über die Post zugestellt und 50% über Zusteller der Tageszeitungen. Ne? Und das klappt bisher immer noch. Die 50% Post, sind die in der Branche überdurchschnittlich hoch? Nö, ich glaube, der Spiegel macht fast nur mit der Post.
Wir haben das mit den Tageszeitungszustellern gemacht, weil dann ist die Zeit schon am Donnerstag in der Früh da und nicht Donnerstagmittag. Okay. Also das ist sicherlich ein Problem. Also in ländlichen Gebieten, irgendwo in Brandenburg, ne, wird es ein bisschen eng mit der Zustellung. Ja, wenn so wenige Produkte, wenige Exemplare nur sind. Ein Phänomen der Zeit ist ja auch, irgendwo wirkt es ja dann irgendwie aus der Zeit gefallen, denn die Menschen haben immer weniger Zeit. Lieben News-Häppchen, gerade digital hat das dazu gebracht. Man glaubt ja eigentlich, sie haben gar nicht mehr die Muße, einen Artikel zu lesen, der mehr als 3 Minuten Lesezeit erfordert. Nur ist die Zeit eine, die, ich glaube, die längsten Artikel in der deutschen Medienlandschaft sind in der Zeit, aus den Fachblättern vielleicht. Und kein Produkt ist so erfolgreich wie die Zeit. Wie passt dies zusammen? Einerseits nervöse Gesellschaft, auf kurzes Häppchendasein und hier Erfolg mit einem solchen langen, zeitlangen Medium. Ja, das ist ganz einfach. Diejenigen, die sagen, dass sich alle Leute nur noch für Häppchen interessieren, die liegen halt falsch. Ne? Bestes aber Beispiel ist die Zeit. Erlebt, dass Leute falsch liegen. Nee, natürlich würde die Zeit jetzt heute so daherkommen wie vor 25 Jahren. Da machte sie auf mit dem Moschetz. Ja? Und Moschetz, kennen Sie, ist so ein Karikaturist. Ne? Immer Moschetz vorne. Ne? Der Moschetz, der hat schon das Motiv etwas variiert, ja? Aber es sah immer genauso aus. Ne? Und darunter dann ein Leitartikel von Theo Sommer, ne? Der das Thema natürlich auch variiert hat. Ne? Aber also was ich damit sagen möchte, und dann auf den folgenden Seiten halt sehr viel Schwarz-Weiß und diese langen Geschichten. Wir haben immer noch sehr lange Artikel, aber die Optik hat sich dramatisch verändert. Also, es war im Jahr 2003, es war Michael Naumann damals, sagte: Rainer, wir werden jetzt vierfarbig. Kann das die Druckerei? Klar. Und dann haben wir von einem Tag, von einer Ausgabe, von einer Woche auf die nächste, die Zeit durchgängig vierfarbig gemacht, hat kein gestört, kein Leserbrief, nix, hat sich keiner aufgeregt. Ne? Und wir haben auch Magazin nicht aufgemacht. Ne? Also Moschetz war Vergangenheit, vorne wie also richtig großes, schönes Motiv, Magazin nicht. Ne? Und im Blatt selber, wir haben über ein Dutzend Bildredakteure für eine Zeitung, die einmal in der Woche rauskommt. Das ist schon ganz ordentlich. Also innen drinnen, es ist sehr bunt geworden. Jede Seite ist Manufakturarbeit. Nicht? Bei einer Tageszeitung können Sie sich das nicht leisten. Da gibt es Templates, da laufen die Texte rein. Bei der Zeit ist jede Seite ein Kunstwerk. Jede Woche neu. Nicht? Und sie ist nicht nur bunter geworden, auch luftiger geworden. Sie ist auch luftiger geworden. Nicht? Die Überschriften sind auch etwas größer geworden. Es gibt Zwischenüberschriften. Das war für Gräfin Dönhoff ein Gräuel. Sie sagte, große Überschriften, große, überhaupt Bilder. Die waren das, gell? Nicht? Ja, sie sagte, die Menschen, die wollen doch lesen, die wollen ganz viel lesen. Und wenn ihr da Platz dann anders einsetzt, dann ist weniger zum Lesen da. Nicht? Okay, also da hat es eine gewisse Anpassung an die neueren Gewohnheiten durchaus gegeben. Wo es aber keine Anpassung gegeben hat bei der Qualität der Texte, ne, dass man da jetzt mal so ein bisschen knalligere Überschriften macht und dann den Text einfach mal ein bisschen zusammenstaucht, ne, damit die Menschen nicht überfordert werden. Ne, weil hören Redakteure nicht gern Texte zusammenstauchen? Bei der Zeit, das weiß man, das ist ein besonderer Nutzwert der Zeit, dass die Artikel halt tiefer gehen, dass ich danach besser informiert werde. Und wenn wir daran rumkaspern, ne, dann schlagen wir uns ja die Wurzeln weg.
Sie sind Journalist bei Absolvent der Deutschen Journalistenschule. Ihr Chefredakteur hat sich übrigens auch mal angemeldet bei der Journalistenschule, aber wegen einer anderen Aufgabe hat er es dann nicht gemacht. Wie kommt ein journalistischer Geschäftsführer mit dem journalistischen Chefredakteur zurande? Ja, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ich könnte mir kein, wenn ich mir einen Chefredakteur malen könnte, da würde es aussehen wie Giovanni Di Lorenzo. Das haben Sie schön gesagt, dass er ein Werbespruch ist. Nein, das ist ernsthaft, weil er hat, wir kommen beide aus Hannover, wir kommen beide aus, wenn man sagen, er ist in Rom groß geworden und hatte dort, ist dort im Paradies groß geworden. Ich bin in Wolfenbüttel groß geworden, bei meiner Oma im Paradies. Und dann sind wir beide nach Hannover gekommen und Hannover ist jetzt nicht unbedingt das Epizentrum der Lebensfreude, der Gemütlichkeit, der Schönheit. Ich will nichts gegen Hannover sagen, die Stadt ist ordentlich. Wir haben vor ein paar Tagen ein Leserparlament dort gehabt, waren 600 Hannoveraner da. Ich habe die Stadt über den grünen Klee gelobt. Nur wenn man aus einer behüteten schönen Gegend kommt und dann nach Hannover kommt, als Italiener nach Hannover oder ich als Wolfenbüttler nach Hannover von der Oma, dann ist das erstmal eine taffe Zeit, die man da hat. Ne? Also wir sind beide nicht mit dem goldenen Löffel groß geworden, ne? Sondern wir müssen beide ordentlich kämpfen. Ne? Und das vereint, ja, dass man weiß, die Dinge werden nicht geschenkt, sondern wir müssen arbeiten, müssen ordentlich uns einsetzen, damit wir auch ein schönes, damit der Erfolg da ist und damit es auch Spaß macht. Und das ist bei ihm genauso ausgeprägt wie bei mir. Insofern sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Also Sie kommen sehr gut miteinander aus. Man spürt es ja wohl auch im Blatt selbst. Ich würde es mal, weil wir ja langsam auch dann dem Ende entgegenkommen, mal in die Runde fragen. Gibt es Fragen? Jetzt nehmen wir erstmal die Dame und das Mikro. Wo haben wir das? Ja, besser. Für die Kolleginnen und Kollegen, die am Bildschirm sind. Ja, also Iris Steiner, ich bin Verlegerin vom Musiktheatermagazin Orpheus und ich bin begeistert, weil Sie mir eigentlich aus dem Herzen sprechen mit dem, was Sie sagen, mit dem, was wir für eine Erfahrung machen in unserem kleinen Segment, mit unserer Nischenzielgruppe. Meine Frage wäre, ich bin vollkommen der Meinung, dass Sie recht haben mit dem, was Sie über Print sagen und mit dem, was Sie zum Gesamtprodukt, zum Situation des Printmarktes sagen. Wieso wird es so wenig gehört? Wir haben eine leichte Auflagensteigerung, interessiert kein Mensch bei 5.000. Sie haben eine sehr hohe. RTL kauft alles zusammen, was immer weniger Auflage hat und trotzdem ist das der richtige Weg. Wie erklären Sie sich diese Öffentlichkeit zu dem Thema Zukunft von Printprodukten? Ja, ich würde auch hier sagen, also es ist nicht die Zukunft von Printprodukten, sondern es ist die Zukunft von publizistisch anspruchsvollen Angeboten. Also wir haben halt das große Glück, jetzt anders als Gruner und Jahr, nicht? Also Bertelsmann, das ist ein tolles Unternehmen, nicht? Nur die haben halt Gruner und Jahr immer betrachtet als eine Beteiligung, die muss möglichst viel Geld abliefern. Nicht? Und wenn man möglichst viel Geld abliefern muss, dann gibt es wenig Ressourcen für Investitionen. Oder vielleicht gab es da Ressourcen für Investitionen und die wurden nicht sinnvoll angelegt. Ich weiß es nicht. Wir haben das große Glück bei der Zeit, dass wir ein Familienunternehmen, dass wir Teil eines Familienunternehmens sind. Und als 96 fing ich an bei der Zeit und
Das war ein großartiges Jahr, 99, weil es war das Jahr, in dem die Zeit den größten Verlust ever einfuhr. Ne? Das war super. Guter Einstieg. Im Januar habe ich begonnen, ne? Und im Ende Dezember war das Ergebnis bei minus 12 Millionen Mark. Ne? Ich habe eine Banklehre gemacht und deshalb kannte ich mich mit Bilanzen etwas aus und ich bin dann durch die Bilanz gegangen und ich sah da Rückstellungen für Urlaub. Das hatte ich schon ziemlich am Anfang des Jahres gesehen. Das stand irgendwie 4 Millionen Mark Rückstellung für Urlaub. Wieso Rückstellung für Urlaub? Ja, die haben ja alle ihren Urlaub irgendwie nicht aufgeschrieben oder nicht genommen und keiner hat sich drum gekümmert. Und wenn einer dann nur 10 Tage Urlaub genommen hat, es werden halt für die 20 Tage seinem Gehalt entsprechend Rückstellungen gebildet. Ich habe gesagt, super, alle in Urlaub jetzt, ja. Also das Knüppeln war jetzt runter von 4 Millionen auf 1 Million. Und dann habe ich denen allen gesagt, Freunde, es gibt das Bundesurlaubsgesetz und da steht drin, man muss seinen Urlaub in dem Jahr nehmen, in dem er anfällt. Ne? Und da kann man in Ausnahmefällen kann man noch ein bisschen weitermachen, aber das ist nur 3 Monate, dann ist Schluss, dann wird er gestrichen. Also ich habe es sehr freundlich und liebevoll einmassiert. Und dann haben die alle ordentlich Urlaub genommen, sodass ich dann Urlaubsrückstellungen auflösen konnte. Und die Miesen waren nicht bei minus 12, sondern nur bei minus 9 Millionen. Aber das war kein schöner Einstand. Ne? Und in einem anderen Unternehmen, ja, wären wir jetzt, in einem börsennotierten Unternehmen, dann wäre da der Obermoor gekommen und hätte gesagt, ja, ordentlich Kosten runterknüppeln jetzt. Ja, also können wir das Blatt nicht ein bisschen enger machen, also einfach mal so 4 Seiten rausnehmen und die Redaktion, das waren ja damals knapp 100, die Seiten kriegt man doch auch mit 80 Leuten voll. Also Herr Esser, ja, ne, können Sie auch 80, ne, geht doch. Ne. Marketing, was haben Sie, wie viel geben Sie da aus? Da können wir doch auch mal 2 Millionen rausnehmen. Ne. Und schwuppdiwupp sind aus den minus 9 Millionen sind dann vielleicht noch minus 2. Ne. Und im darauffolgenden Jahr kommt dann die nächste Sparrunde und dann machen Sie aus den minus 2 dann aber bitte plus 2. Ne. Das hätte alles funktioniert. Ne. Vielleicht hätten wir das Blatt auch mit 70 oder mit 60 Redakteuren machen können. Hätte alles funktioniert und dann hätten wir halt vielleicht sogar 4 oder 5 Millionen Mark Gewinn gemacht. Aber es hätte keine Zukunft bedeutet. Ne? Weil wie wollen wir dann mit 70 Redakteuren und einem schmalen Hemd, wie wollen wir da wachsen in der Zukunft? Ne? Beim Familienunternehmen läuft das anders. Da kam Herr von Holzbrink und sagte, minus 9 Millionen. Der hat gar nicht auf die minus 9 Millionen geguckt, sondern hat gesagt, die Auflage ist nicht gut. Herr Esser, Sie müssen bessere Leute holen. Ja? Und Sie müssen mehr fürs Marketing ausgeben. Ja? Das muss hier vorangehen. Ja? Bessere Leute holen, mehr ausgeben. Hm? Hat funktioniert. Das gehört noch dazu. Sie hatten vorhin mal gesagt, dass in allen Branchen investiert wird und dass es allgegenwärtig ist, dass durch Investitionen Erfolge erzielt werden, nur in der Medienbranche nicht. Warum ist das so? Genau dieses Prozedere ist ja eher üblich, dass man runterspart und sagt, ui, das kostet zu viel, müssen wir abbauen. Und dann wundert man sich, dass mangels Qualitätsinhalten auch die Auflage zurückgeht. Das ist aber eigentlich 1 und 1 ist 3 Rechnung. Warum in der Medienbranche genau diese Richtung? Weil eine Automobilfirma würde nie so wirtschaften. Ich verstehe es auch nicht. Geben wir das Mikro weiter. Also, bevor man zum Konkursrichter geht, nicht, dann muss man alle Maßnahmen ergreifen und natürlich die Kosten ordentlich runter. Und auch bei uns ist jetzt nicht so, dass wir mit dem Füllhorn überall das Geld ausgeben nach dem Motto, wir geben viel aus und ganz viel kommt zurück. Ne? So läuft es bei uns natürlich auch nicht. Aber wenn man wachsen möchte, dann muss man auch investieren. Ne? Und unser Approach ist jedes Jahr, wir wollen nicht das bestmögliche Ergebnis erzielen, sondern wir wollen bestmöglich profitabel wachsen. Das ist unser Ansinnen. Ne? Rainer, ich vermute mal, der Stern, auch eine Qualitätsmarke wie die Zeit, würde heute deutlich besser dastehen, wenn Sie da diesen komischen Vogel aus Würzburg vielleicht damals als Geschäftsführer eingestellt hätten. Also
Aber Spaß beiseite, die habt ihr, was ja an der Zeit auffällig ist und was so anachronistisch ist, ist die Größe, die schiere Größe der Zeit. Also, und man, wenn man die Zeit unterm Arm hat, hat man so ein bisschen das intellektuellen, das intellektuellen Image. Ja, ja, ich praktiziere das manchmal. Ne? Ja, ja. So, also die Zeit hat manchmal ein besseres Image als die bunte. So. Zur Vertrautheit der beiden muss man aber sagen, sie sind beide Journalistenschüler. Gell? Genau, also wir waren in derselben Klasse. Aber habt ihr jemals dran gedacht, dieses Format, dieses sehr sperrige Format zu verändern? Also der Stern liegt ja ganz anders in der Hand. Das ist viel kompakter und auch die bunte oder andere Blätter, also die es da an den wunderbaren deutschen Bahnhofskiosken gibt. Also ihr seid da standhaft geblieben oder hat es da Diskussionen auch mal gegeben? Also das Zeitmagazin ist ja in diesem Format. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ne? Bucerius sagte, die Zeit, das ist King-Size-Format, ne? Nicht sperrig, King-Size. So kann man sich auch die Wahrheit zurechtschönen, ja? So kann man sich die Wahrheit schönreden, ja? Sei es drum, natürlich, wir haben immer wieder auch überlegt, nicht immer wieder und dauernd, sondern, sagen wir mal so, gibt immer so Perioden, ne? Damals 99, als die Auflage stetig nach unten ging, war natürlich auch ein Gedanke, vielleicht sollten wir lieber ein Format bringen, was einfach süffiger ist. Ne? Fand damals nicht ausreichend Support. Dann hatten wir wieder einen großen Aufschlag, das war so vor 5 Jahren, da hatten wir das Projekt Die neue Zeit. Also wir stellen uns ständig in Frage. Auch vor 5 Jahren lief es ja ordentlich. Aber das Projekt nie stehen bleiben. Wir haben auch bei uns im Haus ein Wandelteam. Ein Wandelteam aus 7 Leuten, aus Print, Online, katholisch, protestantisch, ein Wandelteam, das hat den Auftrag, rumzulaufen, nicht neue Produkte, dafür haben wir auch wieder, da haben wir die jungen Wilden. Aber das Wandelteam, da geht es um, was können wir besser machen. Ne? Die wollen uns dann den Spiegel vorhalten, dem Chefredakteur und mir und dann dem Führungskreis, was läuft hier im Haus nicht gut. Ne? Oder wo können wir besser werden? Ne? Und so hatten wir auch ein Team, das die neue Zeit konzipieren sollte. Wie würde die Zeit aussehen, wenn wir sie heute neu machen würden? Ne? Welche Rubriken, wie wir der Bilder, alles Mögliche. Und dieses Team hatte sich ausgedacht, wenn wir die Zeit heute neu machen würden, dann wären das 8 einzelne Bücher in einem Tabloidformat auf schönem Papier und die wären in einem wunderbaren Kuvert drin. So, ja, mach das Kuvert auf, dann hole ich diese 8 Bücher raus. Ne? Sah zauberhaft aus. Wir waren alle begeistert davon. Ne? Hat einen kleinen Hakenfuß. Es wäre möglich gewesen, das zu drucken. Ja? Nur, da das so aufwendig gewesen wäre, dieses Drucken und dann auch noch dieses Einlegen der 8 Bücher in so ein wunderbares Teil, der Redaktionsschluss wäre von Mittwoch früh auf Dienstag früh verlegt werden müssen. Und die Kosten, es wäre so ungefähr das Dreifache gewesen. Ne? Und die Produktionskosten bei uns sind neben den Personalkosten der größte Kostenfaktor. Ne? Das wäre total Mischugge gewesen. Ne? So mussten wir dann von diesem wunderschönen Teil wieder Abstand nehmen und dachten, machen wir weiter King Size.
Aber viele Dinge aus dem Projekt Die Neue Zeit wurden dann im großen Format verwirklicht. In meinen ganz jungen Journalistenjahren war ich bei der Bild-Zeitung. Die hat ja auch das King-Size-Format. Und da gab es dann die gleichen Diskussionen. Das ist aber jetzt viele Jahrzehnte her. Da wurde dann in München, ich war in der Münchner Redaktion, eine Geheimredaktion gebildet, die eine Bild-Zeitung hergestellt hat in dem Kleinformat. Wurde auch gedruckt, wurden ein paar tausend Exemplare gedruckt, in Hamburg vorgelegt und sind dann aber haben kein Wohlgefallen gefunden. Also die Gründe kenne ich nicht. Wahrscheinlich waren es keine wirtschaftlichen Gründe. Es gibt doch die Bild am Sonntag. Die Bild am Sonntag. Ja, es war die große. Die Bild-Zeitung gibt es. Die gab es wurde damals extra. Prinz war damals der Chefredakteur, der hat das da veranlasst. Und alle Exemplare mussten dann sofort vernichtet werden. Also es sollte möglichst kein Exemplar übrig bleiben. So, das war nur zu dieser Geschichte. Jetzt die nächste Frage. Ja, Arnulf Brandstätter. In der Überschrift des heutigen Vormittags kommt das Wort lange Texte vor. Peter Schmalz hat es auch schon in bestimmter Hinsicht etwas vertieft. Gibt es Erhebungen, wie viel von diesen langen Texten wirklich gelesen werden, möglicherweise im Vergleich zu anderen Medien? Denn es ist ja so, wenn man da einigermaßen durchkommen will, ein Tag Urlaub wäre notwendig oder ein Tag Wochenende. Wie ist da die tatsächliche Leseumfangquote oder wie stark ist eben das King-Size unter dem Arm als Prestigesignal, ich lese Zeit, weil ich habe die Zeit? Das ist eine gute Frage. Bei unseren Erhebungen heißt es immer, kommt immer raus, dass so die durchschnittliche Nutzung der Zeit bei 3 Stunden in der Woche liegt. Also des Wochenproduktes bei 3 Stunden. Wenn man jetzt alles durchlesen würde, ich mache das manchmal im Urlaub, dann ist das schon ein Tag. Also nicht 24 Stunden, aber da musste man schon so 9 Stunden. Das ist ja bescheuert, weil ich meine, wer macht das? Ich meine, liest man den Spiegel von der ersten bis zur letzten Seite? Ich bin Abonnent vom Handelsblatt und von der Süddeutschen Zeitung. Die bekomme ich immer am Morgen. Und ich habe am Morgen genau 20 Minuten Zeit. Da mache ich mir mein Müsli mit Granatäpfeln und so. Und dann freue ich mich schon drauf, Granatapfel-Müsli. Der grüne Tee und Süddeutsche und Handelsblatt. Ich habe 20 Minuten Zeit für dieses Ritual und in den 20 Minuten, auch wenn ich schnell lese und scanne und so, kann ich natürlich einen Bruchteil, kann ich vielleicht 3-4% von diesen beiden Gazetten mitbekommen, aber ich freue mich trotzdem und bei vielen Dingen lese ich nur die Überschrift und dann bin ich auch ein bisschen im Thema. Weshalb wird immer bei der Zeit unterstellt, die müsste man von der ersten bis zur letzten Seite lesen. Also ich lese die nicht von der ersten bis zur letzten Seite. Ich gehöre zu der Fraktion 3 Stunden und ich lese in der Politik, die lese ich häufig ein bisschen intensiver. Wissen mag ich immer sehr gerne, im Feuilleton finde ich immer so 1 Stück, in der Wirtschaft auch 1 und dann sind die 3 Stunden vorbei. Und im Magazin, Elisabeths Wochenmarkt. Ja, genau. Und dann sind die 3 Stunden vorbei und gut ist. Und im Urlaub bin ich ein bisschen intensiver. Und es gibt halt viele Leser, für die ist das Feuilleton der wichtigste Teil. Die lesen dann sehr intensiv das Feuilleton und haben es jetzt vielleicht nicht so mit der Hochschule oder den Nachrichten aus der Wirtschaft. Also man muss nicht alles lesen. Und wir wissen ja seit heute auch, welche Seite Herr Esser in der Zeit nicht liest. Verbrechenseite. Also ich finde es großartig. Sabine Rückert ist eine wahnsinnig tolle Kollegin mit ganz viel Energie und einem ganz tollen Temperament. Die lacht herzzerreißend und dass sie dieses Verbrechen macht, ist ein großes, großes Verdienst. Ich persönlich habe es halt nicht so mit Crime. Gibt es eigentlich eine Vergleichszahl vom Spiegel, Lesezeit?
Die kenne ich nicht. Nein. Die nächste Frage. Mein Name ist Tilman Steiner. Zum Format ganz kurz. Wir haben uns sehr viel über organisatorische und über formale Fragen jetzt unterhalten. Das Format der Zeit ist eben nicht smart, sondern ist Mercedes 600 oder irgend sowas. Inhaltlich aber erinnere ich mich an eine ähnliche Diskussion, wie sie heute hier läuft, und zwar mit Ihrem Verleger Bucerius, der die Zeitung ja wesentlich geprägt hat. Ich sage jetzt die Jahreszahl nicht, wann das war, sonst gelte ich ja nicht mehr als zeitgemäß. Aber ich sage es Ihnen doch, es war 1962 an der FU Berlin. Und er hat gesagt, einer der Schwerpunkte unserer Arbeit ist Europa. Und wir in Europa müssen uns von den Amerikanern, die das auch erwarten, emanzipieren. Das war für mich sehr eindrucksvoll damals, dass er diesen Weitblick gehabt hat. Und würden Sie sagen, um auch über den Qualitätsbegriff hinaus inhaltlich etwas zu erfahren, dass es heute einen solchen Schwerpunkt gibt, dass es inhaltliche Schwerpunkte gibt, die Sie verfolgen? Es ist ein inhaltlichen Schwerpunkt, über die Qualität hinaus gibt. Das ist eine gute Frage. Also, was der Ehrgeiz ist der Zeitredaktion, dass sie möchte die Plattform sein, wo die großen Fragen diskutiert werden, angerissen und diskutiert werden. Nicht? In der Politik, in der Wissenschaft, in der Kultur, der Wirtschaft, eher volkswirtschaftlichen Teil, das ist der große Ehrgeiz. Und das ist praktisch der Kern der Zeit. Nicht? Und Europa ist natürlich im Politikteil auch wiederum ein Kernthema. Wobei der Chefredakteur heute wohl nicht sagen würde, ich kämpfe jetzt mit der Zeit für Europa. Das würde er nicht sagen, weil er kämpft für die Demokratie, ja? Für unsere Gesellschaftsform. Ne? Aber für Europa würde er wohl nicht sagen, oder er würde auch nicht sagen, wir sind dafür, dass Europa sich von den USA emanzipieren muss, weil die Herangehensweise ist eher, wofür wir sind, ist sekundär. Wir berichten möglichst objektiv und auch mit Pro und Contra. Wir haben ja so eine Rubrik Pro und Contra. Wir berichten über das, was passiert. Ja? Und wenn in Europa, in Brüssel Mist passiert, dann berichten wir auch über Mist in Brüssel. Das ist eher die Herangehensweise. Wir berichten über das, was passiert, natürlich alle auf einem demokratischen, mit einem demokratischen Grundbewusstsein und auch einem Bewusstsein mehr oder weniger, das hier in unserer westlichen Welt natürlich grundiert ist. Aber wir sind jetzt nicht Partei, wir sind jetzt nicht die Institution, die jetzt für Europa kämpft. Noch eine Frage? Herr Kors. Das Mikro kommt. Ich habe nur eine publizistische Frage. Wir erleben ja derzeit nahezu eine Meinungskampagne der Leitmedien für Waffenlieferungen in die Ukraine. Wie ist da die Position der Zeit? Das ist auch eine sehr gute Frage. Das wird ja auch, also aus bestimmten Kreisen wird das Medien auch vorgeworfen. Ihr schreibt ja alle das Gleiche und am Montag früher ruft Frau Merkel an und sagt den Chefredakteuren, worüber sie schreiben, oder etwas abgemildert. Frau Merkel ruft nicht an, aber wir schreiben alle ähnlich. Ne? Und das ist natürlich, wenn das so ist, dann ist es schlimm, nicht? Weil
vielleicht mit Ausnahme der Zeit. Ich habe gerade gestern hat mich der der Kollege von der NZZ besucht, der Erik Guja, der Chefredakteur. Die kommen aus der Freisinnigen Partei da. Ne? Die sind irgendwie in ihrer Haltung etwas klarer oder nicht? Ja, die sind etwas klarer, weil die stehen dafür das Freisinnige. Und die geben immer Wahlempfehlungen auch ab. Ne? Und die Leser erwarten von der NZZ, er meint, ich habe das abgeschafft, weil ich mag das nicht, ich möchte keine Wahlempfehlung geben. Die Leser sollen sich ihre Meinung bilden nach dem, was sie bei uns lesen und gut ist. Ne? Aber dann hat er das abgeschafft mit dieser Wahlempfehlung. Da haben viele protestiert und haben gesagt, Herr Guja, wir wollen die Meinung der NZZ zu dieser Sache wissen. Ne? Und bei uns ist eher so die andere Richtung. Wir schauen, dass wir möglichst objektiv berichten, halt auch und transparent, damit diese Angreifbarkeit auch nicht da ist. Ne? Ihr berichtet einseitig oder so. Ne? Oder wenn ich den Journalisten da einen Artikel von dem sehe, dann weiß ich eh, was drinsteht. Ne? Weil der schreibt immer da diese eine Richtung. Ne? Deshalb mit den Waffenlieferungen muss man auch unterscheiden. Es gibt Meinungsseiten, ne? Ich bin ja SZ-Abonnent, Seite 4, da sind die Meinungen und da ist ja jetzt von bis zu Arne Hofreiter, das ist ja, früher kann man sich vorstellen mit seiner Matte, da war bestimmt bei den Demos gegen Atom und gegen Waffen und Pazifismus, also ein geläuterter Saulus sozusagen, bis zu Arne Hofreiter sind jetzt alle für schwere Waffen auf einmal. Wie bitte? Toni. Toni, sorry, ja. Was habe ich gesagt? Arne. Ah, so ähnlich. Ne? Toni. Toni ist auf einmal massiv für schwere Waffen. Ich gebe Ihnen recht, ich nehme das auch so wahr, dass von März bis Toni ja, eine große Koalition jetzt vehement für schwere Waffen eintritt. Und wenn Sie fragen nach der Position der Zeit, die ist sehr unterschiedlich. Die ist sehr unterschiedlich. Sie werden auch, also Helmut Schmidt ist ja nicht mehr, aber wenn ich jetzt mit Helmut Schmidt mich unterhalten würde, der würde sagen, das ist Blödsinn mit schweren Waffen. Putin ist Putin und der Krieg geht nur zu Ende, wenn die Ukraine große Zugeständnisse macht und wir sollten uns da nicht zu stark einmischen. Das wäre sein Votum. Ne? Das ist aber nicht jetzt das, die Meinung der Zeitredaktion. Da gibt es unterschiedliche Pole auch. Ne? Und Sie werden bei uns jetzt, wenn Sie das Blatt lesen, nicht eine einheitliche Meinung vom Chefredakteur vorgegeben lesen, liefert denen schwere Waffen, weil das ist nicht das Verständnis des Chefredakteurs. Der möchte wirklich berichten mit Pro und Contra, welche Diskussionen gibt es in der Gesellschaft. Ne? Und nicht unsere Meinung ist die. Ne? Ich muss leider, wir können keine weiteren Fragen mehr nehmen, weil Herr Esser muss sein Stopover hier auch rechtzeitig beenden und er muss rechtzeitig zu seinem Flieger kommen. Dafür habe ich auch eine kleine Verantwortung. Herr Esser, herzlichen Dank. Es waren tolle 1,5 Stunden, die wir doch sehr tief einmal in die Zeit geschaut haben, aber auch über die Zukunft des Journalismus auf einer innovativ neuen Ebene doch viel erfahren haben, was auch hoffnungsvoll ist. Herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen persönlich alles Gute und in der Zeit weiterhin großen Erfolg, dass Sie eines Tages dann nicht nur 600, sondern vielleicht eine Million Auflage haben. Hörbar, Digital-Abos natürlich. Alles Gute und Ihnen auch alles Gute. Kommen Sie gut nach Hause oder am Bildschirm. Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.